sein und mit euch zusammen halt über Frieden zu reden halt und dieses Gefühl auch halt in uns zu haben. Ja, ich bin halt nicht so ein geübter Redner jetzt, aber ich hoffe mal, dass es eben von Wort zu Wort ein bisschen besser läuft. Etwas Kurzes zu mir. Ich bin ein Ringermeister, in 6 Jahren ungefähr so angefangen halt. Ich komme aus einer der ältesten Ringerfamilien unserer Stadt. Und ich habe mir gesagt, normalerweise treten wir nicht so öffentlich auf, wir sind auch keine Person der Öffentlichkeit. Aber es ist so etwas Außergewöhnliches, wo wir hier uns befinden, dass ich gesagt habe, wir müssen halt mit euch halt hier über Frieden auf jeden Fall. Bei uns, und das ist unser Prinzip, und damit möchte ich über euch reden halt, es ist im Prinzip halt, Menschen oder unser Gegner zu besiegen, ohne ihn dabei zu verletzen. Ja. Siegen, besiegen, ohne ihn zu verletzen. Ich glaube, diese Philosophie ist in unserer Gesellschaft zurzeit eigentlich verloren gegangen. Wir hören immer nur das Wort kämpfen. Wir müssen um alles kämpfen, ja? Wir kämpfen halt beim Sport mit unseren Freunden zusammen gegen unseren Gegner und müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen, für Frieden sogar müssen wir kämpfen, sagt man uns. Und da sage ich, nein. Wir können nicht für Frieden kämpfen. Wir können für Frieden ringen. Wir können um das, was wir wollen, müssen wir, wenn wir mal kämpfen, dann blenden wir einfach den Gegenüber aus. Wir sehen nur noch uns selbst und sehen nur noch unser Ziel, unseren Sieg. Aber da geht das Menschliche verloren. Ja? Kämpfen tue ich persönlich nur, wenn es um mein Überleben geht. Wenn ich im Winter über einen See gelaufen bin, bin eingebrochen, ja? Und dann kämpfe ich um mein Überleben. Aber muss irgendjemand von uns hier um das Überleben kämpfen gerade? In Sachen Ukraine, in Sachen Afghanistan, in Sachen Libyen, in Sachen Syrien. Ich meine, ich könnte hier die ganze Welt aufzählen. Und wenn wir auch noch andere Planeten halt mal besuchen werden, ich glaube, da könnt ihr auch noch mit aufzählen. Da müssen wir mal aufhören damit. Ja? Und ich habe vor ein paar Tagen mit einer guten Kollegin, also mit einer Kundin gesprochen, die ist Architektin, auch so über dieses Wort kämpfen und ringen. Und sie meinte so, ich finde das Wort Kämpfen eigentlich gar nicht so schlecht, ich finde das gut. Weil ich bin ja mit meinen Freunden halt so beim Sport und wenn wir das Wort Kämpfen suchen, dann motiviert das ja auch einen, ja, man will den Gegner besiegen und so. Und da hat sie gesagt, so, siehst du, genau da liegt der Fehler. Wir beginnen für bestimmte Situationen, fangen wir an, Worte zu verniedlichen. Ja, kämpfen wird in diesem Fall verniedlicht. Ich will nicht meinen Gegner totkämpfen oder so. Nein, wenn wir im Sport sind, dann versuchen wir ihn in einem, ihn zu beringen sozusagen, ihn zu bekämpfen. Und es gibt ein Wort, wenn ich das gerade wieder höre, diese Verniedlichung, da läuft es mir immer eiskalten Rücken runter. Und das ist das Wort, Kollateralschaden. Ich meine, jeder weiß, wenn unsere Politiker oder unsere Presse dieses Wort im Mund nehmen, dann heißt es eigentlich nur eins, Mord. Kollateralschaden heißt Mord. Wir sollten auch, man es auch dann auch so benennen, ja, wie die Sachen noch sind. Und dieses Wort beim Kämpfen, was wir immer wieder benutzen, in unserem alltäglichen Leben, und ich möchte jetzt nicht auf diesen großen Krieg raus, ich möchte mal auf unseren Kleinkrieg raus, den wir selbst andauernd haben. Im letzten Jahr in Reinickendorf, da wo ich herkomme, wurde eine ältere Dame aus ihrer Wohnung herausgeklagt. Viele sind hingekommen, haben demonstriert, leider hat es nichts gebracht, weil der Vermieter hat um sein Recht gekämpft.
Die alte Dame, jeder wusste, wenn sie ausziehen muss, wird sie überleben. Zwei Wochen später ist sie auch verstorben. In einem Obdachlosenheim. So, was ist schiefgelaufen? Schiefgelaufen ist auch, dass der Vermieter um seine Rechte gekämpft hat. Er hat nicht mehr gesehen, das Leid der alten Dame oder diese oder das, was sie ausmacht. Er hat nur für sich das gesehen. Er hat für sich gekämpft. Hätte er aber gesagt zu sich, ich werde um die ringen, ja, dann hätte man vielleicht eine Lösung gefunden und die Lady wäre noch am Leben. Und so, das ist auch eigentlich mein Appell an uns alle, dass wir versuchen halt, dieses Wort kämpfen, aus unserem Wortschatz einfach mal versuchen zu entfernen, ja, und es zu ersetzen mit dem Wort ringen. Wir ringen um etwas. Ich denke, warum ist auch die Polizei so auf unserer Seite und hilft uns? Ja, weil sie wissen halt, jedes Mal, wenn sie hören, von links, rechts, oben oder unten, da sind Leute, die fangen an, für irgendetwas zu kämpfen. Ja, dann werden die erstmal hellhörig und sagen, oh oh, da wollen schon wieder Leute kämpfen. Aber wenn sie hören, dass Leute um ihre Sache ringen wollen, dann wissen sie ja, sie werden den Gegenüber halt mit Respekt betrachten und da wird doch nichts passieren. Ja, und wenn wir diese Philosophie weitertragen mit anderen Teilen, ja, dann ist das eigentlich die Waffe, die wir haben. Denn die Waffe, der da oben, ist das Wort Kampf. Und dann fängt sie uns an, andauernd an zu manipulieren. Wir müssen ja kämpfen. Und jedes Mal frage ich mich zu Hause, ey, warum denn eigentlich? Ich bin eigentlich jetzt Süd gerade, frei in Ordnung. Ja, ich habe keine Probleme. Mit der Russenmarkt, auch super Geschäfte, ja, eigentlich jedenwo. Ja, ja, ist ja keine Aktion, ja. Ja, und deswegen sage ich, ja, das ist auch mein Appell, ja, so auch an unsere Politiker, einfach mal ihre Rhetorik mal ein bisschen umzuschalten, mal wegzukommen von diesen halt Gedanken des Kämpfens, sondern zurückzukommen zu, naja, ich glaube mal links, glaube ich, wenn man so sagen darf, so die älteste archäologisch halt gefundene Auseinandersetzung, wo man sich halt human sich in einem sportlichen Wettstreit sich halt begegnet hat, über 5000 Jahre alt. Wir hatten damals wahrscheinlich noch keine Waffen gehabt, aber das Prinzip wird ewig bleiben, ja. Wenn wir um die Sache ringen, wo sind wir da noch Waffen, ja. So, und ich hätte noch eine kleine Geschichte oder lieber jemand anders. Okay, ich habe noch eine kleine witzige Geschichte. Und ich glaube, das würde jetzt, hätte jedem von uns halt passieren können, außer vielleicht jetzt nicht die Ladies, aber uns Männer wahrscheinlich schon. Schon sehr lange her, da war ich halt finanziell nicht so gut beisammen. Und wenn man so in so einem Milieu ist wie ich halt, dann ist man auch, dann kennt man auch Leute aus dem Berliner Milieu. Und ich mache halt so Grafik, Computergrafik. Und das spricht nicht, also ich kenne halt einen von diesen hohen Bossen. Und da versucht halt so ein bisschen Geld zu verdienen. Und da habe ich gedacht, kann ja dein Internet-Café nicht die Computer machen? Und meinte er, ja, kannst du machen, halt gemacht. Und dann kommt er auf einmal an zu meinem Thorsten, ich will einen Puff aufmachen. Ich so, oh oh. Dann habe ich ja nichts zu tun. Und so was. Und er so, ja, musst du nur die Bilder machen und musst nur diese Buchmutter da halt fotografieren, schöne Bilder machen und so. Ich so, oh oh. Dann habe ich überlegt so, na gut, ich brauche kein Geld. Halt, wahr? Ich wollte mal ehrlich sein, ja. Dann habe ich gesagt, wenn ich merke, dass die Frau das nicht will, dann ist Schluss. Dann meint ich nicht. Geht das nicht so weit. So, ich gehe jetzt am nächsten Tag hin, hab mit der Frau gesprochen, hab sie fotografiert, wir haben Fotos gemacht, halt. Am Abend haben wir zusammengehangen, den Fotos durchgehangen, weil manche darf man da nicht zeigen, war. Und ich habe sie immer aber richtig wie noch
normalen Menschen halt respektiert, ja. Und auch Künstler haben sie auch als auch so wie so ein Aktmodell angesehen. Also Aktmodell fährt man noch nicht an, ja. Ja? Und also wirklich wie ein Mensch, der auch irgendwas wert ist, ja. Drei Tage später kam ich zu ihm, zu Ahmed, fragte ihn, du brauchst noch ein paar Villa. Er so, nee, draußen wollen wir nicht. Ich so, was los? Du, die Frau ist nicht da. Ich so, oh oh. Jetzt hat er aber dich warnt. Ja, dann, die Frau kam einfach nicht mehr. Die wollte nicht mehr, die wollte den Job nicht mehr ausführen. Ja, und dann stand sie da. Als Ungeheuer bin ich stolz auf die Lady, dass sie es gewagt hat, ja, da rauszugehen, ja. Aber dann hatten wir kein Problem. Der Ahmed saß vor mir. Und naja, aber, und dann kam aber das wirklich, das, was mich dann wieder gesagt hat, diese Thorsten ist doch richtig geworden. Weil dann lächelt er mich an und sagt so zu mir, Thorsten, alles in Ordnung. Ich so, oh. Da hat der Mann gerade Tausende von Euros verloren. Ich habe den Duft zerstört, weil ich halt nicht weiß, wie man mit einer Nutze umgehen muss, damit sie da bleibt. Keine Ahnung davon, ja? Die ist halt gegangen, ja? So. Und nun frage ich euch, ja? Wenn so ein Mann, der einer der gefährlichsten Männer aus dieser Stadt ist, der Geld verloren hat, wenn der zu mir sagt, Thorsten, alles in Ordnung, weil er selbst so was nie erlebt hat, ja? Ja? Dann frage ich euch, und zum Abschluss, wenn so ein harter Mann sowas versteht, unsere Art, mit Menschen umzugehen, warum kannst du dann nicht die Politiker? Warum kannst du dann nicht die Frau Merkel? Warum kannst du nicht die anderen, die sind alle so gebildet, alle so gelesen, ja? Und ich finde, das zeigt ganz gut auch, wenn wir so bleiben, ja, wenn wir mit offenem Herzen mit den Menschen gehen, dann dürfen wir nie in ein Tod gehen. Ja, das ist halt unser Resultat.